So, na dann würde ich sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal das Video von Typ mit Maske an. Ist Vic ein gutes Vorbild? Ja, was geht ab? Und damit herzlich willkommen. Alter, aber ich muss sagen, das Bild optisch sieht schon krasser aus. Das sieht schon krasser aus. Fühle ich deutlich mehr als das, was er davor hatte. Jetzt hat er schon seinen Hintergrund optimiert, würde ich sagen. Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem mega nicen, überkrassen Kanal. Da sich viele Let's Leute in go! meinem Community-Tab letztens gewünscht haben, dass ich doch noch mal mehr andere YouTuber beleuchten soll, die ich persönlich feiere, dachte ich mir, ich ergreife doch jetzt die Chance mal direkt. Aber Das vielleicht wusste noch ich mal nicht. direkt am Anfang ein paar zusätzliche Worte. Wundert euch bitte nicht, es kommen weiterhin Meinungsblogs auf diesem Kanal. Ich wollte nur die Stream-Highlights noch hochladen, weil ich finde, dass ich Thank you. damit noch mehr Content hier auf Danke. diesen Kanal bringen kann und Stream für mich mittlerweile einfach mega wichtig geworden ist. Nice. Deswegen bleibt auf jeden Fall. Hey, da, ich krieg da wirklich, also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich finde bei diesem Meme, was da gerade kam, wenn das so verwackelt ist, bekomme ich epileptische Weil die Anfälle. nächsten Wochen. Und ich habe keine Epilepsie, by the way. Weil es kommen nämlich noch viel weitere nice Themen, wie ihr hier vielleicht jetzt sehen könnt, wenn ich nicht so voll bin, das eins zu bleiben. Ey, warte, das eine war Attila Hildmann, glaube ich. Viel Spaß dabei. Und Wie der danke, Titel euch Fans. vielleicht schon verraten hat, geht es heute um den nicen Vic, den vielleicht einige noch unter dem Namen iBlali kennen. Ein Video über ihn wollte ich eigentlich schon seit relativ langer Zeit machen, aber irgendwie hat sich bis jetzt nie so die Möglichkeit ergeben. Aber als ich dann letztens im Stream sein Video, warum ich mit iBlali aufhörte, gesehen habe, dachte ich mir, Mann, das ist doch die perfekte Gelegenheit, darüber jetzt mal zu reden. Naja, das Video haben wir uns auch angeguckt. Ich fand das mega stabil. Ich mag solche Real Talks. Ich hoffe einfach, dass mehr solche Real Talks auch von iBlali kommen, weil er kann auch ganz gut reden, was das angeht. Fühle ich. Und ich mag den auch, weil der ist einfach privat ein mega sympathischer Mensch. Ja, als ich den auf der Gamescom dort gesehen habe und auch privat gesehen habe und auch mit dem Feiern war sozusagen, unglaublich sympathisch. Unglaublich. Deswegen sage ich direkt am Anfang, dass der Ton von dem Video sehr positiv sein wird, weil für mich ist er schon fast ein Vorbild und generell für mich ein extremes Vorbild. Video sehr positiv sein wird, weil für mich ist er schon fast ein Vorbild und generell für mich ein extremes vorbildlicher YouTuber und Creator. Wie Topsi, grüß dich. Grüß dich, moin. Wie dunkel sind die Haare eigentlich? Man, die sind gar nicht so dunkel. Man sieht die Augen gar nicht, RIP, Alter. Naja, nicer Funfact direkt zu Anfang ist vielleicht mal, dass ich mich damals sogar mal als Editor bei ihm beworben habe. Deswegen lasst es mich mal bitte wissen, ob ich dieses Video von damals mal auf meinen Zweitkanal hochladen sollte. Wenn ihr darauf Bock habt, lade ich das definitiv noch da hoch. Aber fangen wir doch direkt vielleicht mal mit der Story rund um iBlali an. Angelehnt ans Video, warum ich mit iBlali aufhörte, habe ich mir natürlich ein paar Gedanken zu der ganzen Thematik gemacht. Aber für das generelle Verständnis schauen wir uns vielleicht nochmal so die besten Ausschnitte aus diesem Video an. Sozusagen in 23-jährigen vor der Kamera, der sein 17-jähriges Ich gespielt hat. Weil Never Stop a Running System. Und dieses Taschengeld, sage ich mal in Anführungsstrichen, was ich durch iBlali bekam, wurde immer mehr zu einem Einkommen, wovon man theoretisch leben könnte. Dann haben das auch wahrgenommen und mich dementsprechend immer mehr supportet. Fachgymnasium musste ich abbrechen, wenn ich das hier haben will. Ich würde es übrigens niemandem auf der Welt empfehlen, die Schule abzubrechen für YouTube oder so. Niemals. Bei mir haben lediglich alle Umstände dafür gesprochen. Und es ging ja auch. Ich feiere zum einen erstmal überhaupt die Aussage, dass er gesagt hat, dass er sich überhaupt nicht mehr verstellen will. Ich meine, wir können jetzt mal als Vergleich reingucken. Bei Vic agiert er ja tatsächlich als die Person, die er ist. Und iBlali war damals etwas wie eine Kunstfigur von ihm gewesen. Wenn er dann sagt, dass er sich, ich meine, als 23-Jähriger nicht mehr wie sein 17-jähriges Ich verhalten will, kann ich das absolut nachvollziehen. Und ich finde das richtig nice, dass er damals diesen Schritt gewagt hat. Deswegen äußere ich an dieser Stelle vielleicht einfach mal die Vermutung, dass die Leute auch im Generellen einfach keinen Bock mehr auf diese Kunstfigur hatten, sondern sich vielmehr für ihn als Menschen, also für Vic dann interessiert haben. Ich denke mal, es ist auch gar keine gewagte Aussage, wenn ich jetzt einfach mal behaupte, dass es deswegen auch beim Stream so gut für ihn läuft. Was ist das dann? Ich jetzt einfach mal behaupte, dass es deswegen auch beim Stream so gut für ihn läuft. Andreas? 250 Euro! Ach du Scheiße, mit einem Schlag 250. Das hat mal Markus am Zocken gemacht. Aber das ist für mich nicht menschlich. Also 250 Euro. Wahnsinn. Mauldi, ich grüße dich. Was ist das dein Scheiß? Ernst, Junge. Digga, das hat heute erst angefangen. Ich habe nämlich vielleicht generell den Gedanken. Aber ich muss auch sagen, verstehe ich, ohne Scheiß. Und das ist auch sehr, das spürt man halt auch einfach. Ich hatte auch in meinen Streams, na gut, ich hatte mich aber nie weiter verstellt. Meine Streams habe ich nämlich tatsächlich nie weiter verstellt. Eigentlich, nee, keine Ahnung, da kann ich eigentlich gar nichts weiter zu sagen. Aber die Leute, die das wahrscheinlich so trennen, die jetzt sagen, ja hier, jetzt bin ich iBlali. Und wenn ich alles iBlali stream, dann hat man nicht so den Kontakt zu ihm. Klar, da gibt es immer welche, die trotzdem supporten und spenden, keine Ahnung, aber irgendwie ist das, man fühlt nicht die Person, die dahinter steckt. Und wenn du halt wirklich als du selbst sprichst und du selber einfach
aus deiner, keine Ahnung, aus deiner Motivation handelst, dann merken das auch die Zuschauer und dann, ja, Alter, dann gibt es halt Menschen, die supporten halt das Jahr 1250 Euro. Holy shit. Dass die Menschen mittlerweile wirklich mehr echte Charaktere im Netz sehen wollen, anstatt irgendwelche Leute, die sich verstellen oder Kunstfiguren darstellen. Ist an dieser Stelle natürlich überhaupt kein Front. Hey, was sagst du dazu, dass Mixer... Mixer macht dicht? Ey, haben die nicht für übel viele Millionen Ninja geholt? Aber kann ich verstehen, weil Twitch einfach die größte Plattform ist, was das angeht. Dann Leute, die irgendetwas im Internet darstellen und die Leute unterhalten wollen, auf keinen Fall. Zu denen habe ich bis heute auch einfach mad Respekt dafür, wie er es damals geschafft hat, diesen Clean Cut zu machen von iBlali rüber zu Vic. Ich meine, ihr müsst euch einfach mal vorstellen, dass der Kanal über 2 Millionen Abonnenten hat und er entschließt sich freiwillig dazu, diesen Kanal aufzugeben, um dann mit einem neuen Kanal komplett durchzustarten. Ja. Okay, gut, der Kanal hatte schon ein bisschen Grundreichweite und naja, sein Hauptkanal hat eine richtig fette Reichweite. Aber ich denke mal, dass die Vergangenheit häufig gezeigt hat, dass wenn man einen Cut macht auf seinem Kanal und komplett anderen Content bringt oder sich einem neuen Kanal widmet, dass das auch ziemlich in die Hose gehen kann. Aber deshalb beschäftigen wir... Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, fühle ich zu 100%. Wenn man einen Cut macht, kann das sehr schnell in die Hose gehen. Aber bei ihm hat es ganz gut funktioniert. Zwar auch schleppend, sage ich mal, für seine Größe. Aber er hat trotzdem immer eine starke Zuschauerschaft und es geht immer weiter hoch bei ihm. Gönne ich ihm auch mega, einfach weil er halt sehr authentisch ist, Echtheit besitzt und er einfach transparent ist. Und das feiere ich bei ihm. Wir uns vielleicht mal mit der Frage... Das heißt, Ninja und Shroud kommen zurück. Ja, die kommen dann wieder zurück, ne? Dann ist ja der Vertrag nichtig. Krass, Mann. Alter, ey, ich will gar nicht wissen, was die für Kohle bekommen haben in der Zeit. Und dann sind die wieder zurück auf Twitch, da werden die wieder so krass supportet. Ey, das ist wirklich... Da, jetzt haben sie doch... Jetzt kann ich sagen, jetzt haben die auch trotzdem alles richtig gemacht. Frage, warum ich denn seinen neuen Content bei Vic so extrem nice finde. Der erste Punkt ist, denke ich mal, der subjektivste von allen. Aber ich fühle seine Tweets einfach ziemlich. Der Junge ist nämlich sehr aktiv auf Twitter. Hat letztens sogar eine kleine Pause eingelegt, weil er über sich selber sagt, dass er Twitter-süchtig ist. Aber oft muss ich ihm einfach zustimmen. Ich meine, klar, man sollte das irgendwo schon vielleicht ein bisschen trennen und sagen, okay, ich finde die Videos unterhaltsam, die Tweets fühle ich nicht. Aber für mich ist es im Endeffekt einfach so, dass ich denke, wow, ich finde den Creator nicht nur auf YouTube und auf Twitch geil, sondern ich feiere das auch einfach extrem, was der noch auf Twitter postet. Und im Endeffekt bringt das dann doch eine viel krass... Ja gut, ich muss sagen, bei Twitter bin ich dann am Start, wenn es um irgendwelche, also wenn es so um trockenen Humor geht, feiere ich brutal. Ich bin auch öfter auf Twitter mittlerweile, also jeden Tag gucke ich schon auf Twitter rein. Aber ich bin nicht so einer, der jetzt unbedingt dort Tweets von dem und dem, also von einer speziellen Person lesen möchte. Zum Creator oder so. Ja, absolut. Twitter sollte man auch nicht nutzen, wenn man sehr positiv ist und nicht deprimierendes an sich anlassen will. Twitter ist eine richtige Depri-Plattform, aber genau das feiere ich. Einfach, ich weiß auch nicht, ich finde das ist gar nicht böse gemeint, aber ich finde es einfach lustig, was dort für Gestalten teilweise rumlaufen. Das ist einfach für mich das ist einfach eine Genugtuung. Falsch. Aber kommen wir doch mal vielleicht direkt zum Content. Was ich da so nice finde, sind einfach seine Real Talk-Videos, wie das bereits erwähnte, warum ich mit iBlali aufhörte. Oder aber auch Videos, wie er sein Geld angelegt hat und uns seine Immobilien zeigt. Ich finde, dass diese Videos extrem krass kleinen Creatoren helfen können, weil man einfach viel vom Mindset von einem großen YouTuber lernen kann und auch vielleicht Fehler, die er in der Vergangenheit begangen hat, einfach nicht wiederholt. Zudem ist es auch wirklich immer extrem nice, dass auch im Zuge dieser Videos über psychische Probleme. Ah, Rocket, den Witz, den kenne ich schon. Ey, ich habe das auch gefeiert, als er dann auch gezeigt hat, dass er sich zum Beispiel noch eine Immobilie geholt hat. Ist eine geile Sache und finde ich auch mal sehr interessant. Und das zeigt einfach auch, was man mit dem ganzen Scheiß erreichen kann. Was man mit YouTube, was man mit Twitch erreichen kann. Also man kann sich wie so ein zweites Standbein aufbauen und man kann unabhängig sein. Man kann teilweise unabhängig sein. Fühle ich zu 1000%. Ich bin auch so einer, ich spar. Ich möchte dann später auch mir mal ein Haus, je nachdem was funktioniert, ein Haus kaufen. Und sonst irgendwie. Ne? Ich spare ja das Jahrtausend, bin ich ehrlich. Außer, dass ich jetzt halt, das ist wirklich wieder die größte Investition, diesen Laptop, den ich mir jetzt geholt habe. Aber sonst, ich spare das Jahrtausend und ich hoffe eines Tages wirklich, und wenn es 500 Jahre dauert, mir ein Haus leisten zu können. Das wäre schon wild. Oder ähnliches redet. Ich finde immer, dass da sehr viel dazugehört, wenn man anfängt, über sich selber zu reden, gerade über psychische Probleme. Und sowas bringt einfach Support und klärt vor allem auch auf. Ein Video, was mir von ihm extremst geholfen hat, beispielsweise, ist das Video über die Zahlenkrankheit. Ich weiß, dass es jetzt vielleicht nicht so ein krasses psychisches Problem ist, aber auf der anderen Seite ist es etwas, was jeden YouTuber wirklich schon einmal affektiert hat in seiner ganzen Karriere. Ich bin mittlerweile... Es ist krass, dass mein Hobby sich selbst finanziert. Kamera kommt als nächstes. Bis dato Streamdesign. Streaming-App-Ecke, Equipment, einfach zu krass, fühle ich zu 1000%. Alles, was bei mir auch hier steht, habe ich von meinem YouTube-Geld mit investiert. Ich habe sogar ein Auto.
von meinem YouTube-Geld finanzieren können. Was ich auch niemals gedacht hätte, aber damals gab es Monate, da wurde ich auch mit Spenden, auch bei meinen YouTube-Streams unterstützt des Jahrtausends. Ich konnte mir das dann wirklich, ich konnte es mir wirklich leisten. Ich glaube, dadurch konnte ich, ja, seit 3 Jahren, das könnte schon was sein. Das ist Wahnsinn. Doch im Endeffekt genau das, wofür YouTube da ist. Das zu machen, worauf man Bock hat. Ich finde auch zudem, dass er mit seiner Reichweite immer sehr vorbildlich umgegangen ist in den letzten Jahren. Gerade wenn man sich mal die Leute anschaut, die er so, ich formuliere es mal vorsichtig, gepusht hat auf YouTube. Die Leute aus seiner Bubble, wie beispielsweise Nick und Aki Ahnungslos, kann man sich auch extrem gut geben. Und über Nick habe ich ja beispielsweise schon mal in einem meiner Videos gesprochen. Das ist, wenn ich recht überlege, sogar einer der Creator, die ich tatsächlich am meisten verfolge. Also, ich habe eigentlich Dude gesagt, dass ich mir mal Nick anschauen wollte. Ich habe es immer noch nicht gemacht. Muss ich machen. Ich denke, den könnte man schon fühlen, wenn er auch sehr echt ist, sehr authentisch ist und nicht so ein abgehobener Spaß ist. Es gibt ja manche, die streamen, die achten nicht auf den Chat und sind halt die größten Bastarde. Oder mit manchen kann ich mich null identifizieren, weil ich mir so denke, ey, was hast du? Entweder was hast du für Ansichten oder wie unsympathisch bist du einfach? Deswegen Props dafür an der Stelle. Bevor ich mich bei ihm als Editor beworben habe, habe ich sogar schon einmal mit ihm gesprochen. Das war letztes Jahr auf der Gamescom am Pressetag. Da habe ich ihn wirklich als eine Person kennengelernt, die komplett down to earth ist. Man hat das gar nicht gemerkt und ich wollte ihn am Anfang eigentlich nicht wirklich ansprechen. Und aus welchem Grund wohl? Weil ich ihm nicht auf den Sack gehen wollte. Ihr müsst euch vorstellen, dass er da halt mit Nico unterwegs war, mit Aki und noch ein paar anderen Leuten, die ich jetzt gar nicht mehr wirklich im Kopf habe. So, im Endeffekt hat man dann... Ich weiß nicht, wie lange ich noch streame, aber nicht mehr so extrem lange. Ich bin dann auch, wenn dann erst wieder am Mittwochabend live nach dem Fußballtraining, also auch wieder ein bisschen später sozusagen. Vielleicht einfach keine... Morgen bin ich dann bei meiner Freundin, dementsprechend geht es dahingehend. Lust, ihn anzusprechen, weil er da mit seinen ganzen Freunden, Freundinnen unterwegs ist und man ihn einfach in Ruhe lassen möchte. Und ich meine, mein Gott, ist es weg, denn werden mit Sicherheit sehr viele Leute ansprechen auf der Gamescom. Nichtsdestotrotz hat er sich ein paar schön gepflegte 5 Minuten genommen und hat mit mir bei YouTube geredet, über das Editen im Generellen. Und ich muss sagen, ich war richtig begeistert von ihm. Und im Endeffekt kann ich halt auch einfach nur sagen, dass mich dieses Gespräch auch mit ihm extremst motiviert hat. Ich meine, klar, er kommt immer mega sympathisch in seinen Videos rüber und auch in den Streams, aber ich hätte nicht erwartet, dass er sich einfach die Zeit dafür nimmt, nochmal mit mir darüber zu reden. Das Witzige ist, ich habe ihn halt einfach nur eine ganz einfache Frage gestellt über das Editen und über YouTube im Generellen und er hat einfach wirklich extremst detailliert geantwortet und nicht so abgehakt, ja, danke für deinen Support. Ihr wisst, was ich meine. Also es war wirklich eine sehr schön detaillierte Antwort von ihm, womit ich gar nicht gerechnet hätte und das hat mich einfach nochmal davon überzeugt, dass es wirklich ein sehr vorbildlicher Creator ist. Ich sag die ganze Zeit, dass... Ist mir aber auch aufgefallen, als ich mit ihm geredet habe, ich habe auch nicht so gesagt, hier, ich feiere dich mega oder so, habe ich nicht gesagt. Ich habe ein Gespräch so mit ihm geführt, beziehungsweise ich bin hingegangen, habe so Hallo gesagt und dann habe ich ihm gesagt, dass ich Alpha Kevin bin und der kannte auch so schon ein paar Videos von mir. Aber der kannte mich jetzt so als Person noch nicht weiter, aber der hat schon ein paar Mal auf mich reagiert gehabt und dementsprechend ging das dann relativ locker und er hat halt auch viel von sich aus gefragt und er hat somit das Gespräch direkt geführt, was ich mega sympathisch finde. Ne? Weil du stehst dann da, ein paar Kumpels sind rum, dann waren immer mehr Leute rum und weil das war am Bahnhof und dann stehst du halt da mit Vic und 25 Leute schauen dir zu, wie du gerade ein Gespräch führst. Also das ist absolut gestört, weil die halt ihn alle kannten. Wahnsinn. Das ist ein Vorbild ist, aber weil vielleicht soll ich euch nochmal erklären, warum er denn für mich so ein gutes Vorbild ist. Naja, auf der einen Seite finde ich, dass er extrem wenig mit seinem Geld flext. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass er das Geld, was er auf YouTube und Twitch verdient hat, gut in Immobilien investiert hat. Er hat meines Wissens nach, glaube ich, nur einmal wirklich eine teure Markenklamotte davon gekauft und die öffentlich gezeigt. Das war seine Gucci-Jacke. Pest, die sind wirklich mega. Was, ist eine Gucci-Jacke? Wirklich eine teure Markenklamotte davon gekauft. Seit wann ist sowas Gucci? Es sieht halt null Gucci aus, ne? Das muss man jetzt mal so sagen. Finde ich jetzt, also das passt zu ihm. Ich persönlich würde es, weiß ich nicht, ob ich sowas anziehen würde. Das ist mir einfach zu bunt. Ich bin immer der relativ steriles Zeug anhat, wo nicht viel drauf ist. Was halt einfach schwarz ist, eher so ein bisschen monoton. Aber nee, doch, also es passt zu ihm. Ich würde auch niemals solche Halsketten tragen, das ist gar nicht meins. Also es ist wie so eine... Nee. Da fühle ich mich wie so ein Hund, das kann ich nicht machen. Kauft und die öffentlich gezeigt, das war seine Gucci-Jacke. Pest, die sieht wirklich mega nice aus. Ja, Slaviska, ich habe eine 50.000er Leitung, wohne auf dem Dorf und mein Internet geht halt mega gut. Aber auch erst seit 2018 im Februar. Ball getroffen. Und sonst flext er eigentlich nicht wirklich mit dem, was er kauft. Alter, Dude trägt auch so eine Kette. Fühle ich null. Da gibt es YouTuber, die wirklich mit ihrem Geld viel schlimmere Sachen anstellen. Wenn ich jetzt pisse, können wir die Chicken Wings nicht mehr essen.
Wo wir gerade dabei sind, über die Klamotten zu reden, ich finde, dass er einen sehr schönen, einzigartigen Style hat. Ich meine gerade Stichwort Fingernägel. Er hat einfach immer einen ziemlichen Scheiß drauf gegeben, was die Leute darüber denken und was die dann sagen über ihn im Endeffekt. Er trägt halt meistens seinen eigenen Merch, aber das kann man ihm halt einfach nicht verübeln. Mein Geschmack trifft er damit nicht ganz komplett, weil mir ist es einfach zu sehr auf 80s und Synthwave angelehnt. Aber ich habe zumindest von anderen YouTubern schon gehört, dass der Merch gerade qualitativ extrem hochwertig sein soll. Vielleicht komme ich ja mal an so ein Piece dran, dann kann ich euch nochmal meine Meinung dazu da lassen. Im Endeffekt kann man darüber dann sagen, aber dass er sich zumindest Mühe gibt, was sein Merch betrifft und das auch immer versucht, kreativ umzusetzen, im Gegensatz zu anderen YouTubern. Alter, er übertreibt komplett. Ich muss auch sagen, Schnittstil ist gut gelungen auf jeden Fall. Feier euch. Und warum er so ein gutes... Aber es gibt natürlich noch weitere Gründe, warum er so ein gutes Vorbild ist. In dem Video, was ich jetzt schon einige Male rezitiert hat, hat er nämlich auch Leuten, die überlegen, vielleicht YouTuber oder Streamer zu werden, dazu geraten, doch lieber eine Ausbildung zu machen oder studieren zu gehen. Und diese Einstellung kann ich einfach absolut unterschreiben, weil das ist das Wichtigste und Beste, was ihr erstmal machen könnt. YouTuber und Streamer sein heißt nämlich nicht nur das Talent zu haben, vielleicht Leute zu unterhalten, gut schneiden zu können, animieren zu können, vielleicht noch im Extremfall, sondern man muss vor allem auch Glück haben. Das hilft einem auch nicht, die beste Kreativität. Nein. Leute, Glück. Man muss Können besitzen. Man muss Können haben. Das hier ist eine Berufung. Das hier ist Können. Wer es nicht kann, kann sich verpissen gehen. Naja, natürlich, Glück gehört übel mit dazu in diesem ganzen Business mittlerweile. Weil von alleine, sind wir ganz ehrlich, wer schafft es heutzutage noch von alleine groß zu werden? Die meisten reagieren entweder auf dich, damit du Reichweite bekommst, oder die ziehen dich so einfach hoch. Aber sonst von alleine groß zu werden, ist ganz, ganz schwierig. Oder du machst irgendwelche Fake-Fortnite-Turniere und sonstige Fake-Gewinnspiele. Dann kannst du auch noch irgendwie an den Erfolg rankommen. Aber das ist dann halt auch dieser ganz loste Weg. Ne? Oder die besten Videos, wenn man einfach nicht das Momentum auf YouTube ausnutzen kann, um es mal so zu formulieren. Der letzte Punkt vielleicht noch, warum ich ihn so positiv finde, ist, dass man das Gefühl hat, dass jeder in seiner Community willkommen ist. Ich bin ganz ehrlich an dieser Stelle, es hat mich... Ich finde Glück schon wichtig, um groß zu werden. Was laberst du? Wächst, das war gerade absolute Übertreibung. Das war absolute Übertreibung mit Können, als ob ich das sage. Na klar brauchst du Glück dabei. Also deswegen, das war in der Hinsicht die Übertreibung, dass du einfach ohne Glück das gar nicht schaffen kannst. Wenn du jetzt krasse Qualität bringst, kannst du vergessen, dass du relativ schnell groß wirst. Guck dir zum Beispiel Floppy an, der hatte immer eine krasse Qualität, auch wenn ich die letzten Videos absolut gar nicht gefühlt habe und die absolute Scheiße waren vom Inhalt. Aber die Qualität war richtig krass. Er hat nicht mal ansatzweise wirklich so eine Reichweite, um auch nur im geringsten Teil davon zu leben. Ne? Ich bin wirklich beeindruckt und auch beeinflusst, wie er redet, wie er mit seinen Leuten umgeht Baku. In seinen Streams. Das ist wirklich super. Er macht sich zu Wobei Baku ja jetzt noch nicht so lange am Start ist. Ne? Aber Baku, guck mal, er wurde jetzt gepusht von Just Nero und da ist er jetzt größer. Aber sonst wäre er jetzt auch wahrscheinlich noch bei, ich weiß nicht, jetzt mittlerweile auch bei vielleicht 1000 Abonnenten, man weiß es nicht, weil man auch immer mal drauf reagiert. Aber würde jetzt keiner auf ihn reagieren und er nur Reichweite durch Zuschauer bekommen, durch irgendwelche Themen, die er anspricht, dann würde doch, ganz ehrlich, würde ich sagen, würde er kaum Abonnenten dazu bekommen. Mal für LGBTQ+-Themen stark, ist gegen Rassismus. Und das finde ich wirklich krass und wichtig, dass man das mit seiner Reichweite anstellt. Wenn man reinkommt, hat man einfach Spaß und man fühlt sich überhaupt nicht diskriminiert und kriegt auch keinen unnötigen Hate. Fassen wir das Ganze also vielleicht nochmal am Ende zusammen. Ich denke, dass kleine Creator extrem viel von ihm lernen können. Durch seine Real Talk-Videos und generelle Ausstrahlung hat man einfach selber Bock auf YouTube was zu reißen und auch viel mehr Energie reinzustecken, weil man sich sehr viel von ihm abschauen kann. Zudem bringt er immer interessante Formate, zum Beispiel die... Ja, aber jetzt spiegeln die Abos wenigstens ein bisschen mal die Qualität wieder. Auf jeden Fall, Dude. Hilf mir verarsche zusammen mit Nie. Vieles Verschiedenes über Nintendo oder aber auch die gerade angesprochenen Real-Life-Stories. Im Endeffekt ist er einfach ein extrem sympathischer junger Mann, der es geschafft hat, so einen extrem clean Cut hinzubekommen zwischen Vic und Iblali. Ich meine ganz ehrlich, wer schafft das denn im Normalfall, dass man seinen alten Kanal mit so viel Reichweite liegen lässt, was Neues macht, mehr auf Personality geht und trotzdem so extrem viel Erfolg hat? Deshalb wünsche ich ihn am Ende vielleicht einfach nur das Beste und vielleicht unterhält man sich ja in Zukunft nochmal bei irgendeiner Gelegenheit. Er ist auf jeden Fall einer der Creator, mit denen ich gerne mal privat chillen würde, weil ich denke, dass ich mit ihm viele Themen finden würde, worüber man sprechen könnte. Bis bald und haut rein. Fühlst du 1000%? Jetzt. Sehr, sehr stabiles Video.